28%. Da ist aber noch ordentlich was nachzuholen. Wir haben das Spiel ja schon mal gestreamt auf YouTube, aber das ist schon Ewigkeiten her. Und von daher, jo. Hier ist noch eine Schweineschnauze, die ich pfeffern muss. Ich muss erst noch mal ein bisschen... Hey, Hino, supi, grüß dich. Hier habe ich letztes Mal mich durchgeboxt, ne? Genau, ich muss mich erstmal wieder reinfinden ins Game. Die Frage ist, von wo kam ich? Kam ich von da oder kam ich von da? Ich glaube, von da kam ich. Jetzt will ich erstmal hier rein. Ich glaube, hier gibt es etwas... Dingsbums. Ja, bei OBS haben sich jetzt einige schöne Sachen geöffnet. Mit Chat und allem drum und dran, Stream-Information. Sag Bescheid, wenn irgendwas zu laut, zu leise oder so ist. Ich kann mir das jetzt via iPad leider nicht angucken, weil ich da aktuell die Twitch-App noch nicht installiert habe. Jo, da hat das Spiel ein bisschen gelaggt. Aber das macht nichts. Das liegt halt am Spiel. Das Problem an dem Spiel ist halt, dass es jetzt kein richtiges PC-Spiel ist, sondern dass es eher ein Xbox-Spiel ist. Und dementsprechend, das gibt es zwar für PC, das läuft auch einwandfrei, aber manchmal ruckelt das ein bisschen, weil die Xbox irgendwie emuliert werden muss oder sonst wo. Fragt mich bitte nicht nach den technischen Details. Gibt es das überhaupt für mein iPad noch? Ich bin, was das angeht, zwar technisch auf dem neuesten Wissensstand, aber der Geldbeutel sagt halt auch, nope, ein neues iPad, also iPad Mini 4 oder 5, beziehungsweise teilweise gibt es ja schon den 6er Teil. Das kostet halt fast ein Tausender, ne? Das ist dann schon ein kleines Monatsgehalt. Oder beziehungsweise ein fester Teil vom Monatsgehalt. Da muss man sich das zweimal überlegen. Bis jetzt bin ich aber auch eher so der Typ, der immer sagt, gerade bei technischen Sachen, solange sie noch funktionieren, frage ich mich, warum eigentlich, ne? Ich muss halt nur gucken, ob es das auch für mein iOS gibt, dann kann ich mir das schnell runterziehen. So, da komme ich doch gleich wieder in Kampf rein. Kann natürlich gegen den Klabauter mal nichts machen. Da muss ich warten, bis der... Och ja, man kann es auch übertreiben. So, ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ah, okay, falscher Knopf. Boah, du Ratte, du Elende. Aua. Komm da raus, du Lümmel. Das sind auch miese Gegner. So, den kriegt man eigentlich ganz einfach. Das Spiel hört. Ja, okay. Mein Fehler. Ich hatte wegen, Entschuldigung, jetzt hört man es gleich wieder. Ich hatte das Spiel mal ganz kurz auf stumm geschaltet, beziehungsweise das Desktop-Audio. Weil ich wegen dem Endscreen mal ein bisschen am Rumbasteln war. Und ja, wir können es auch später nochmal.
Bitte, Alice, hilf mir, meinen Schwur zu erfüllen. Ich brauche meine Männer. Sie mögen zunächst feindselig sein, aber ihre wahren Seelen sind gefangen. Du musst sie befreien. Wollen Sie denn in Frieden ruhen? Sie selbst wissen nicht, was sie wollen. Was für die Lebenden gilt, trifft ich hoffe, man auch jetzt. Für die Toten zu. Alles klar. Gut. Nee, ich hatte einfach in OBS den Desktop-Audio auf stumm geschaltet. Das lag einfach nur daran, das war schon extra gemacht, aber ich habe beim letzten Mal mit der Videobearbeitung, weil ich auch Endscreens für Alice gebastelt habe und die Alice-Streams halt erstens runtergeladen habe, zweitens in einzelne Parts runter, beziehungsweise in einzelne Parts geschnitten habe und vier verschiedene Endscreens schon mal vorbereitet habe, im Fall, dass wir das als, dass ich das wie den Resident Evil Stream einfach nochmal als Dingsbums machen soll, als Let's Play. Diesbezüglich habe ich da einfach nochmal vier Endscreens gebastelt, dass ich ein bisschen Variation habe. Zum aktuellen Let's Play Premium-Projekt von Hellblade Senua. Da habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, mehrere Endscreens zu machen, weil wir einfach nur eine, nee, nicht, schon wieder dieses M, weißt du, meine Artikulation heute ist so im Arsch. Boah. Was wollte ich sagen? Vielleicht erst denken, dann reden. Hellblade Hellnur habe ich in Stundenparts gemacht, weil es als Premium-Projekt ist. Das hat super gepasst, sind aber nur 6 beziehungsweise 7, nee, ich glaube 8, insgesamt 8 Videos geworden. Und deswegen habe ich dann nur einen Endscreen gemacht. Aber bei Alice wurde das schon etwas länger. Da sind dann schon mehrere Parts und da ist es halt immer langweilig, wenn man nur einen Endscreen hat. So, der hat keine Bomben, den muss man einfach ausweichen, dann kriegt er auf die Schnauze. Wird aber später noch interessanter. Wenn er ihn auf den Boden haut. So, den haben wir jetzt lieb gemacht sozusagen. Warte, komm zurück. Ich bin deine Rettung. Irgendwie. Jo. Hier geht's ganz schnell. Hier kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Das bedeutet, dieses Seepferdchen zeigt uns das Licht. Man sieht im Hintergrund schon den Holzhai. Das bedeutet, ja. Wenn wir zu nah in der Dunkelheit sind, dann werden wir gefressen. Deswegen. Erkenntlichsten Dank fürs Erlösen. Traumhaft. Genau, da hat man schon gesehen. Das fühlt sich dann so an, als würden wir selbst in Lava rumeiern. Und dementsprechend, genau so, ja, solche Sachen. Sekunde, ich bin da gerade. Nee, ich will die... Sekunde. Ja, Twitch. Ich könnte mal gucken, ob ich das installieren kann. Ach, Mist. Da muss ich ja auch noch mal ein bisschen nachgucken. Ach, weißt du was? Das mache ich, Kauf nicht möglich, ist nicht für diesen... Ach, scheiße, das habe ich mir gedacht. Mein iPad ist einfach zu alt für den Kram. Gut, muss ich später mal gucken. Mittlerweile gibt es da ja auch nicht mehr nur eine App, sondern mehrere. Ich meine jetzt gleich die Stufe 2, die wird so ähnlich ablaufen. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass die Stufe 1 ein bisschen low war. Ich kann mich jetzt hier nicht durchquetschen. Schade, okay. Ein Durchquetschen im Sinne von, ich habe gedacht, wenn ich jetzt einmal durch die Tür gehe und die Tonnen
Vorher klatsche, kriege ich halt die Zähne. Und wenn ich das beim zweiten Mal mache, kann ich noch ein bisschen was kriegen. Ist aber nicht der Fall. So, ich kann leider nicht sehen, wie viele Leute mir gerade zuschauen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Obwohl, da müsste ich den Stream-Counter mal einschalten. Das geht. So, erst mache ich diese Kleinen hier fertig. Oh, mies. So, jetzt wird's mit dem... Jetzt kann ich... Ich muss mich bei den Kämpfen schon ein bisschen... So, mit dem Messer... sein. Ich weiß halt nicht, ob ich als Zuschauer gezählt werde. Aktuell gucke ich halt nicht zu. Das bedeutet, ich habe schon einen stillen Zuschauer. Das ist super. Ich mag ja so... Ich bin ja echt schon so ein Hack-and-Slay-Typ, ne? Und muss halt gucken, mein System läuft recht gut, muss ich sagen. Dafür, dass ich nebenher nicht nur streame, sondern auch zeitgleich aufnehme. Ich weiß nicht, wie das mit den Clips bei Twitch ist, ob ich die im Nachhinein auch downloaden kann. Sonst könnte ich mir die Aufnahme sparen. Wie kann eine Seele so ignorant sein? Ich bin ein erhörtes Gebet. Mhm. Ich will es nicht wissen, wer dich herbeigebetet hat, Alice. So, bei dem Seepferd müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Weiter. Da müssen wir halt gucken, dass das Seepferd nicht zu weit weg ist. Dass wir uns auch mal ein bisschen heilen können. Da scheiße ich jetzt mal ganz kurz auf die andere Blume. So, ist die Frage... Okay, lustig. Cool. Boah, Glück gehabt. So, jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis das Ding nach vorne ist. Weil wenn wir hier runterrutschen... Oh, es geht. Danke, nun bin ich wieder mit meinem Schiff vereint. Das ist schön. Oh, super, zum Glück habe ich den einen goldenen Zahn noch gekriegt. Das wäre echt eklig. Wie gesagt, ist mein erster Stream über Twitch. Von daher hoffe ich, mache ich meine Sache gut. Habe aber auf der anderen Seite auch noch gewisse Erfahrungen mit YouTube. Von daher nehme ich an, dass ich da schon einiges richtig mache. Finde ich ganz cool, dass die das Chat- und Stream-Informationen über OBS direkt angezeigt werden. Das sieht da ein bisschen anders aus als über YouTube. Das ist schon mal ganz geil. Ich brauche nicht unbedingt einen Streamschlüssel. Es läuft halt alles über ein Konto. Das ist sehr gut. Ansonsten, was gibt es noch zu berichten? Ja, eigentlich gar nicht viel aktuell. Wie gesagt, habe mich ja mit Endscreens so ein bisschen befasst. Das ein oder andere Vorstellungsgespräch ist auch schon abgelaufen. War ganz nett. Klein zuerst loszuwerden. Was ich auf jeden Fall zu meinem Gameplay noch sagen wollte, ich bin ja echt eher so, kommen die ewig? Das wäre widerlich. Tatsache, die kommen ewig. Da
sagen, einfach mal drauf geschissen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Die Viecher werden eklig. Die können mir den Automove verkacken. Den Autofokus. Deswegen bin ich da. Was meine ich? Boah, du elender Lümmel. Oi. Das war schon anstrengend, das gebe ich zu. Haben Engel auch so viel Ärger? Wahrscheinlich. Ja, ansonsten gibt es ja nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, bei Alice habe ich halt schon mehrere Endscreens einfach mal vorbereitet. Zur Vorsicht für den Fall, dass wir uns entscheiden sollten, okay, das hauen wir jetzt durch. So, hier muss ich relativ schnell sein. Ja, wie gesagt, das Seepferdchen ist sozusagen Schutz. Das bedeutet, wir werden auch ganz schnell. Ganz langsam. Oh, das geht schnell, super. Ich würde mich ja gerne ein bisschen länger hier aufhalten, aber so richtig geht es leider nicht. Aber ich versuche das mitzunehmen, was ich kann. Ich weiß nicht, ob das Seepferd auf mich wartet. Es wartet so eine gewisse Zeit auf mich, aber nicht ewig. Wo ist denn das Seepferdchen? Da, okay. Wenigstens konnte ich ein bisschen Heilung. Boah. So, ich bin dem Seepferdchen jetzt ein bisschen vorweggegangen, damit ich einfach ein bisschen mehr hier Zeit habe. Aber ich glaube, die Zeit werde ich einfach auch brauchen. Das muss man doch erstmal sehen. Also hat dieses. Ich kann sagen, was du willst, aber ich hab so das. Nein! Boah! So ist's recht. Oh. Zurück zum Schiff mit mir. Super. Achtung, bei Überraschungsangriffen, das war zu schnell. Alice. Sei so gut zu dir, wie du zu uns warst. Holt den Anker ein und dreht bei, Männer! Wir steuern gern hohe und glorreiche See. Das ist wunderbar. So. Haben wir die Klabautermänner auch zufriedengestellt, damit die auf unser Deck keinen Schabernack mehr treiben. Sagt man immer so schön, wenn man Pech auf dem Schiff hat, dann hat man einen Klabautermann an Bord. Das sind so kleine Meinzelmännchen, die so den einen oder anderen Schabernack auf dem Schiff treiben, diese kleinen Unglücke, den schiebt man das Ding dann in die Schuhe. Muss ich hier rein? Sieht so aus. Das Spiel ist relativ. Ich
was das angeht, relativ einbahnlastig. Ich bin noch am Überlegen, wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Streamgame fertig und haben noch ein paar offen. Auch Let's Play, muss ich sagen, habe ich diese Woche recht viel, also für die, die es interessiert, ein bisschen was. Na, wie komme ich denn da hoch? Okay, da muss ich auf der anderen Seite. Ich möchte diese Flasche haben. Let's Play-mäßig bin ich auch gut vorangekommen. Gut. Hellblade, Senua's Sacrifice war jetzt eher so ein Zwischendurch-Projekt, was man zwischendurch reingezogen hat. Das ist ja jetzt auch schon fertig. Das muss eigentlich nur noch aufgenommen werden. Das Spiel Head in Time. Ich hoffe, ihr feiert das genauso wie ich. Es ist einfach ein schönes, zuckersüßes Game. Hä? Wie komme ich denn da hin? Von hier komme ich dann nicht hin. Okay. Hä, das ist irgendwie... Irgendwie muss ich in diese Richtung, wo ich jetzt hingucke. Aber da gibt es keinen Zugang. Oder ist der Zugang zu? Irgendwie gibt es da noch einen Zugang. Oder ich habe den verkackt. Hier geht es zum Walross und zum Dingsbums. Hier war ich. Ja, schwierig. Obwohl, nicht unbedingt. Es kann auch von der anderen Seite sein. Muss ja nicht der Zugang hier zu dieser Flasche da oben. Der verläuft ja über diese Buntstiftwege. Das kann natürlich auch... Nee, das kann von da eigentlich nicht kommen. Müsste eigentlich von da kommen. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Weil wenn ich hier weitergehe, bringt mich das auch nicht weiter. Und von hier gibt es keinen Zugang. Oh, ist das mies. Ist das gemein. Weißt du was? Ich probiere einfach mal eine Sache. Vielleicht. Ich habe jetzt nichts gesehen. Schade. Ich dachte, ich könnte da irgendwie... Ich hätte genug Zeit, um einfach mal nach links... Nee, das schaffe ich nicht. Gut. Dann habe ich es vielleicht einfach verschissen von da hoch. Es muss irgendwie einen Weg nach da geben. Die Frage ist, wie? Normalerweise müsste hier ein Zugang sein. Ich will nicht glauben, dass es kein... Haha, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Das Schlüsselloch hätte ich jetzt beinahe übersehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, um den Kram nochmal aufzugreifen. Ich habe ja Head in Time jetzt die Woche zu Ende gespielt. Auch alle Sachen hochgeladen. Da habe ich ja im Discord auch schon eine kleine Übersicht gegeben, wann welcher Part hochgeladen wird. Das ist mit 25 Videos auch kein kleines Projekt, aber auch kein Riesenprojekt, wo man über 100 Parts drin hat. Das bedeutet, Let's Play-mäßig ist von den Spielen, ich habe mir das auf mein Whiteboard aufgeschrieben, eigentlich nur noch Final Fantasy Crystal Chronicles offen, was eigentlich ja auch ein fettes, eigentlich eher ein Premiere-Projekt ist. Wer eine Seele zerstört, zerstört eine ganze Welt. Darin liegt viel Weisheit, Alice. Ja, auf jeden Fall. Von daher, ja, Final Fantasy kannst du nicht richtig als Let's Play sehen, ist es aber eigentlich. Da habe ich jetzt den nächsten Part eigentlich auch schon ready. Muss halt nur noch irgendwie den 7. Part wieder anfangen aufnehmen. Das kommt jetzt auch die Woche noch, da setze ich mich einfach mal vermehrt an das Spiel dran. Einfach weil ich Luft habe. So ist es. Das ist halt ganz schön, dass ich mir da vor Weihnachten, wo ich mehr Zeit hatte, einfach mich rangesetzt habe und habe bei den ganzen Spielen ein bisschen voraufgenommen. Ich hoffe, ihr euch gefällt Kingdoms of Amalur. Das ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache. Kingdoms of Amalur habe ich halt gemacht, weil... Ja, da bin ich eigentlich auch schon. Habe ich auch schon 26 Parts draußen. Und das ist jetzt auch schon bis März eigentlich fertig aufgenommen. Gefällt mir nicht. Es war so klar. Was ist denn das für ein Vieh?
kolossaler Verfall. Alter. Ich glaube, das bringt gar nichts. Ah. Kommen so Gesichter raus, wenn ich abschießen. Ja, ja, schieß aus deinem riesen Plumpsklo. Ja, komm, schieß, schieß. Das Ding ist schwierig aus, dem Ding ist schwierig auszuweichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der verfolgt mich einfach viel zu lange. Yo! Das hat er ja noch nie gemacht. Wie? Von unten? Das kenne ich so aber nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, den habe ich jetzt besiegt. Okay. Das sind solche Gegnertüren, die kennt man auch aus Star Fox Adventure. Wahrscheinlich die meisten nicht. Die sind so lange unpassierbar, bis man den Gegner da besiegt hat. Und der Große scheint wie 3 zu zählen, wenn die Anzahl der Gesichter überhaupt für die Gegneranzahl stehen. Und da müsste ich jetzt auch raten, was das angeht. Auf jeden Fall, Hidden Time habe ich fertig gespielt. Das bedeutet... Oh. Ich glaube, die Vorstellung sah doch anders da aus als gedacht. Nicht gut. Ich will trotzdem noch den... Ja. ich will trotzdem noch den Gedankengang fertig setzen. Wie gesagt, Hidden Time ist fertig. Ich habe hier auch noch ein paar andere Let's Plays am Laufen. Da bin ich halt nur am Gucken. Eigentlich könnte ich jetzt Final Fantasy fertig machen. Oder beziehungsweise weitermachen. Da habe ich aber noch ein paar Fragen dazu. Von daher ist es immer schwierig. Oh, Raudolar-Raum. Das ist ein Kampfraum. Wenn wir genug von denen haben, kriegen wir ein weiteres Herzchen. Jo. Keine Zeit zu verlieren. Weil bis wir März ist eigentlich der Plan fertig. Töte oder werde getötet. Gut. Relativ, also diese Räume sind eigentlich relativ easy, wenn man nicht unbedingt meint, sich den Leuten im Kampf stellen zu müssen. Deswegen, da ist Abstand auch wieder so nach dem Motto, weniger ist mehr. Der kann da machen, was er will. Da muss man auch ein bisschen das Layout der Arena benutzen. Man kann natürlich hier in diesem Mittelraum nicht viel machen. Man kann das natürlich Betrug nennen, wie man will, ist egal. Ich benutze einfach nur die dummliche KI zu meinem Vorteil, weil er nämlich nicht erkennt, dass da eine Mauer ist. Er rennt da einfach gegen die Wand. Moment! Was war das denn? Ich nehme alles zurück. Da kann auch mal ein Plan nach hinten losgehen. Ja, komm, werf nochmal. Töte oder werde getötet? Ah, ich glaube, ich muss jetzt einfach anfangen zu kämpfen. Ist er nicht tot? Also die Räume sind schon... Ich versuche den Dicken einfach so ein bisschen unter Abstand zu halten.
Kann ich mich in Ruhe um die Teekanne kümmern? Ich hätte vielleicht meine... Na, das bringt nichts. Das hat nichts gehört. Ich muss aufpassen, dass die Pfeffermühle nicht überhitzt. Ja, das sieht doch schon jetzt ganz anders aus. Bringt halt nur nichts, weil er diese... Ah ja, komm. Put. So, jetzt hat er seine Ärmchen verloren. No, hat dir das weh getan? Du Knödel. Na komm, put. So, mit genug Abstand fährt er nicht sofort beim ersten Mal zurück und bricht seinen Angriff ab. Aua! Ich dachte, ich könnte dem ausweichen! Na komm! Schieße raus! Ich finde es schade, dass man beim Angesehen die Kamera nicht halbwegs drehen kann. Macht aber schon so ein bisschen Sinn. Oh, super Erfolg. Ich dachte, ich falle da jetzt noch runter. Diese Teller gehen auf den Sack. Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Mimi, ich habe den Zug verpasst. Ist ja gut. Achso, ja, die Farbe muss ich nehmen. Da wollte ich gerade was trinken. Ja, 4 von 4 Rosen. Neues Herzchen. Das kann das kleine Schätzchen aber auch gerade gut. Können wir auch gut gebrauchen. Super. Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich in der letzten Zeit relativ viele Spiele mit kämpferischen Frauen spiele? Ich weiß nicht, ob mir das zu denken geben sollte. Ich hab's gesehen. Im Augenwinkel. Ich hab's gesehen, die Schweineschnauze, die in Buntstiften da rumgeschwebt ist. Ja. Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Alter, das ist kein Bild, das ist ein Massaker. Der lebt noch. Gitt. Ob es hier noch irgendwelche Geheimnisse gibt. Da hat man schon richtig Bock auf Fisch. Oh, grausam! Grausamkeit gegen Tiere! Gut, es sind halt keine Tiere, das muss man schon sagen. Will ich jetzt da hoch oder will ich... Ich glaube, da muss ich hin. Und hier gibt es irgendein... Secret? Ich weiß nicht. Warum konnte ich jetzt hier hoch, obwohl es hier kein Secret gibt? Oder kann ich hier das... Nee. Ich... Hä? Ist das wirklich nur Stylemittel? Ich will es nicht glauben, weil ich meine, warum sollte man sonst hier hochgehen? Aber sieht so aus, als käme man hier nicht weiter. Wieso? Ach, Menno. Na gut, wir müssen hier weitergehen. Ja, ich habe es mir nicht gedacht, dass wir nicht weiterkommen. Geradeaus oder nach links? Ich wette mit dir, wir müssen erst geradeaus, dann zurück und dann irgendwie nach links. Ah, das Konzert steht. Okay, der Säufer und der, naja, so ein richtiger... So ein richtiger Flaschenfisch, so ein richtiger... Naja, ein richtiger schöner Sänger ist das nicht. Jo, denen geht's hier noch gut. Ladies and Gentlemen! Willkommen zur Show!
Yay, Austern! Ziemlich bizarre Show. Das reicht jetzt, denke ich. Genug Vorgeplänkel. Hier kommt, worauf alle gewartet haben, was beweist, dass ich keine Vorurteile, dafür aber einen feinen Sinn für Humor habe. What? Schwert und Krone zählen ja nicht. Alle dürfen ein Tänzchen baden. Könige, Lords und Talarengezücht, die Blauen und die Weißen kragen. Das Schicksal bietet viele Tode, dazu noch Leid und Verdruss. Das Schicksal erlöst nur wenige. Ein Schuldiger her muss. Feuer, Pest und seltene Krankheit, nasses Ende, stetes Herz. Ein langer Sturz von Kellerstufen, jäh ist's aus, keinen Scherz. Oft ist mein Werk beschwerlich hart, der Schweiß fängt an zu rinnen. Nach dem Tanz muss ich dann ruhen und das Festmahl kann beginnen. Was? Essenszeit. Vor dem Tod sind alle gleich. Alle haben das gleiche Recht, gefressen zu werden. Anstellen, Leute! Nicht drängeln! Jeder kommt ran! Boshaftes Viech! Feierst, während das Wunderland zerstört wird! Ich bin nicht der Feind, den du suchst, Alice. Ich wollte dieses Stück Wunderland vor dem Ungetüm verbergen. Diplomatie ist zwiespältig. Wir müssen alle unsere Rollen spielen. Bist du Bauer oder Dame? Idiot oder praktizierender Narr? Gleich wie es ausgeht, gewöhne dich an den Gedanken, dass du irregeführt wurdest. Und frag dich dann, von wem? Oh nein! Wer hat diesen verwünschten Zug in Bewegung gesetzt? Wo kommt er her? Er kam an, dass du ankamst! Und er ist doch schneller, als dass du es dir vorstellen kannst! Der Tod deines Traums! Die Raupe! Mag vielleicht nicht viel. Was? Mother?